Ah. Oh. Hallo und willkommen zurück zu Forza, meine lieben Freunde. Wir sind ja jetzt im Winter angekommen und suchen uns hier mal einen kleinen Parkplatz. Und ja, haben wir ein bisschen im Winter. Also Schnee liegt hier leider noch nicht. Aber gut, dann setz ich hier so ran. Ah. Parken. Gut. Festival. Was gibt's denn heute hier so schönes? Bongo Raptor, Plymouth Fury. Ja, dann fangen wir doch mal direkt hier an. Belohnung ein Nomad. Team 5. Entscheidungskampf. Okay. Und auch S1. Das ist, Was nimmt man da? Was nimmt man da? Tja. Demon. Ja, komm. Wir nehmen den. Hat höheres Handling. Aber S1 ist ja nicht so mein Ding. Ich fahre ja lieber A. So, mal sehen, ob sie wieder alle ran. Das ist ja unser Problem immer. Rundstrecke. Okay. Ach, im Stadion. Cool. Okay. Sieg Nummer 1. Thank you.
Vulkan Sprint. Ich glaube, wir fahren mit Tiptronic. Ich muss halt bloß immer koppeln, weil da hat bestimmt mehr Gänge. Jetzt nur 6. Oder ich schalte dann über die Schaltwippen. 7., 8. oder so. Schauen wir mal. Das eins ist ja eh nicht so meine Klasse. Und dann hätten wir vielleicht den Wagenfahrer noch ein bisschen anpassen müssen. Auf 6-Gang oder so. Rage-Quitter. Nicht so der Wagen. Nicht so die Klasse auf jeden Fall. Na egal, wir haben es geschafft. Ja, die nächsten Rennen können wir ja gucken, was es für ein Wagen zur Auswahl ist und den dann auch so anpassen, ne? Das können wir machen. Was haben wir hier? Wir haben jetzt B700 Volkswagen. Ich glaube, da haben wir sogar einen. Schnellreise. B700 Volkswagen. Okay. Gehen wir doch gleich mal in unsere Liste. Ja, Autos wechseln. Gehen wir mal B. Dann gehen wir auf Volkswagen. Haben wir den Golf? Ja, ist ja eigentlich dann auch zugelassen. So, den gucken wir uns aber erstmal an. Was er denn so kann, wie er sich so halbwegs fahren lässt. Thank you.
Okay. Wie viel Gänge hat er? Mal durchschalten. 6. Also perfekt. So, wir gehen aber nochmal. Ups. Hier rein. Und zwar Tuning. Übersetzung. So, und dann machen wir erstens und zwei ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer. Bisschen kürzer. Bisschen kürzer. Oh. 297, das wird er nicht schaffen, ne? Aktuelles Auto. Neon City. So eine selbst gebastelte. Alles spiegelt wie bekloppt. Okay. Oh, dann let's go. Wie? Zwei Runden und noch nicht mal Fahrzeuge vom Gegner. Wie lächerlich. Naja, gut, dann fahren wir das halt so, ne? Gut, ich nehme alles zurück, dass sie wieder gute Strecken reingemacht haben. Wir hatten ja letztens im Herbst auch schon recht gute Strecken dabei, aber also von den Event Labs. Also die ist jetzt nicht schlecht, aber die ist halt doch wiederum scheiße. Erstens fahren keine NPCs. Zweitens den ganzen Neon-Quatsch, ich weiß nicht, das ist nicht so meins. Also so ein bisschen ist okay, aber hier ist ja alles voller dieser komischen Container. Naja gut, aber ihr könnt ja spulen, ihr könnt ja dann die nächste Strecke einfach direkt reinsetzen, macht zwar schon wieder hier lang. Was passiert, wenn wir jetzt hier einfach geradeaus schabbern? Okay.
noch zwei Runden, ey. Na gut. Abgehakt. Ding, 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 ding. Echt mal wissen, wer sucht da die Strecken aus. Wer macht das? Gibt es da eine Abstimmung oder so? Und vor allem alleine ist halt echt Quatsch, dass wenn sie da wenigstens noch Gegner reingemacht hätten, die dann mit rumeiern, aber. Naja, gut. Es ist jedenfalls vorbei. Jetzt kommt's nächste. So. Rallycross GP2. C600 klassische Rallye oder so. Okay. Lass mich raten, da gibt's auch wieder keine Gegner. Also könnt ihr mir gut vorstellen. Dann sind solche Strecken sowieso bei mir schon weg. Dass da keine Gegner gibt. Gut, also wir hätten nur den einen tatsächlich. Egal, dann nehmen wir den. Muss ich ja noch höher drehen. Nee, nee, nee. Wir lassen den Schwierigkeitsgrad so wie jetzt ist erstmal wieder. Also dem sind wir ja gerade alleine gefahren, da hätten wir ja sowieso nicht verlieren können. Oh Gott, wieder alleine. Warum sind da keine NPCs? Tun die Leute sich das nicht mehr an, hier mit den NPCs zu fahren? Oder? Du musst da halt nur eine gescheite Strecke bauen. Oder die NPCs packen hier die ganze Zeit. Das kann auch sein. Bei dem Gehoppel. Da oben stand ein Dino, das kann man ja so lassen, aber hier das Gehoppel, das könnte ja weggemacht werden. Hier einfach rumdaddeln. Du kannst ja eigentlich auch stehen bleiben und geht das eigentlich auch aufgeben? Zählt das? Total Banane hier. Hoppel, 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 hoppel. Bräuchte es eigentlich einen Rallye-Wagen oder so? Das aufgeben? Zurück zur Freifahrt, neu starten? Nee. Puh, da müssen wir wohl jetzt durch hier, ne? Die Scheiße da weglassen können und einfach auf Gras fahren, das macht doch mehr Sinn. Das ist bei weitem weniger Gehoppel wie hier.
Oder eine richtige Straße hinbauen. Weißt du, so Teerstraße so. Aber das geht wahrscheinlich wieder nicht. Also baut man so eine Plattenautobahn hin. Wenigsten Scheit aneinander stecken würde beim Bauen, weißt du? Ich meine, so eine Strecke, klar, kostet halt Zeit. Aber dann wäre vielleicht das Gehuppel nicht so. Weil die sind ja gar nicht richtig dran anscheinend, ne? Also mit den NPCs war es auf jeden Fall spektakulärer. So hat die Strecke halt auch null Wert irgendwie. Da wäre vielleicht das mit dem Gehoppel vielleicht auch noch ein bisschen ertragbarer. Ja, aber wir haben es ja geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Also zwei Kackstrecken nacheinander, das ist schon... Tja... Da muss ich mich erstmal holen jetzt gleich. Das, ja, da würde ich sagen, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich brauche erstmal einen Schluck Pause. Das, nee. Zwei Kackstrecken aneinander.